Werder Bremen vs Hannover 96 Bundesliga 11. März 2012 seltsam kennt sie mein Tipp. Sieg für Bremen. Hier haben wir ein Duell zweier Tabellennachbarn, und zwar den 5. platzierten Werder und eine Position darunter platzierten Hannover. Man könnte es vielleicht auch das Derby dieser Runde nennen. Es handelt sich nämlich um Mannschaften, die in dieser Saison zu Hause sehr gut sind, und da jetzt Werder der Gastgeber ist, muss er auch mit der Rolle des Favoriten auskommen. In den letzten zwei Runden haben beide Teams nicht gewonnen, obwohl Hannover auch noch in der Europa League spielt und bis jetzt dort sehr gut ist. Anfang Oktober haben sie in Hannover so gespielt, wie man es von diesen Gegnern auch erwartet hat, und zwar mit viel Aufregung und vielen Toren. Am Ende hat der Gastgeber einen 3:2-Sieg geholt. Die letzten zwei Spiele in Bremen endeten unentschieden, und interessant ist auch, dass Hannover in seiner Vereinsgeschichte bei diesem Auswärtsspiel noch nie gewonnen hat. Beginn: 11. März 2012, 15.30 Uhr. Das größte Problem von Werder in der Rückrunde ist, dass sie schwer gewinnen. Somit haben sie nur einmal gefeiert, und zwar auswärts in Hamburg, wo sie in einem Derby des Nordens den Gastgeber mit 3:1 bezwungen haben. Die Rückrunde haben sie übrigens mit 4 Remis angefangen, und jetzt befinden sie sich in einer Miniserie von 2 Niederlagen, in denen sie keinen einzigen Treffer erzielen konnten, was dieser Mannschaft selten passiert. Die Gegner in diesen zwei Spielen sind überhaupt nicht schwer gewesen, aber zuerst hat sie Nürnberg in Bremen mit 0:1 überrascht, und dann hat auch noch Hertha ihre eigene lange Serie ohne Sieg gerade gegen Werder beendet, indem sie in Berlin einen 1:0-Sieg holte. Also fehlt es an der Realisation, und das kann man alles mit der etwas schlechteren Spielform von Pizarro in letzter Zeit verbinden. In den letzten zwei Spielen hat er ein paar Mal verfehlt, obwohl er trotzdem wieder zu den agilsten Spielern seines Teams gehört hat. Darüber hinaus wird für Trainer Schaaf die Situation mit den verletzten Spielern nicht besser. Sehr viele sind immer noch nicht dabei, und zwar in allen Reihen des Teams. Innenverteidiger Brodel hat sich erholt, wird aber wahrscheinlich auf der Bank bleiben. Jetzt ist aber Stürmer Arnautovic nicht dabei. Fritz hat seine Kartensperre abgesessen und kommt auf die Position rechtsaußen zurück, und das wird auch die einzige Veränderung im Unterschied zum Auswärtsspiel in Berlin sein. Voraussichtliche Aufstellung: Werder, Wiese, Fritz, Affolter, Sokratis, Hartherz, Bargfrede, Trübul, Junuzovic, Marin, Rosenberg, Pizarro. Das größte Problem von Hannover ist definitiv die Erschöpfung, da das Spieltempo wirklich anstrengend ist, und diese Mannschaft hat doch nicht so viele gute Fußballer, um die erschöpften Spieler ausruhen zu lassen. Aber die Motivation ist offensichtlich sehr hoch, denn sie haben am Donnerstag in Lüttich, im ersten Spiel des Achtelfinales der Europa League, gegen Standard ein tolles Ergebnis von 2:2 geholt. Das bringt sie ins Viertelfinale der Europa League, aber die Bundesliga ist etwas ganz anderes, und da müssen sie sich in letzter Zeit ziemlich anstrengen und kassieren auch viele Gegentore. In der letzten Runde haben sie zu Hause gegen Augsburg nur unentschieden gespielt, und eine Runde davor wurden sie in Dortmund mit 3:1 bezwungen. Wenn man dem noch den 4:2-Sieg gegen Stuttgart und das erwähnte Remis in Lüttich dazu gibt, dann merkt man, dass sie in den letzten 4 Spielen jedes Mal mindestens 2 Gegentore kassiert haben. Das schnelle Spieltempo bringt jetzt auch noch Verletzungen mit sich, und Schmiedebach ist somit schon einige Zeit nicht dabei, und in Lüttich hat sich auch Stürmer Diouf verletzt, der in der Wintertransferzeit dazu geholt wurde. Diouf könnte aber doch auf der Bank sein, und der beste Torschütze des Teams Abdellaune, der krankheitsbedingt das Spiel der Europa League verpasst hat, wird jetzt wieder spielen. Neben ihm wird ja Konan sein, der Probleme mit seiner Spielform hat, während C. Schulz kartenbedingt nicht dabei sein wird. Deswegen kommt Panda auf seine Position des linken Außenspielers zurück, Pogatetz geht wieder auf die Position des Innenverteidigers, und ins Mittelfeld kommt Rausch. Voraussichtliche Aufstellung: Hannover, Zieler, Cherundolo, Hagwi, Pogatetz, Panda, Pinto, Stümpel, Rausch, Schlaudraff,
Ja, Conan, Abdellau, die Tradition steht in diesem Spiel ganz auf der Seite des Gastgebers, aber ihre Spielform ist nicht besonders gut und sie haben sogar zu Hause Probleme, wo sie eigentlich viel besser sind. Hannover spielt gegen die Tradition, aber auch der Erschöpfung und wäre somit auch mit einem Remis zufrieden und für die Remis sind sie in dieser Saison richtige Experten. Wir glauben, dass es in diesem Spiel viele Tore geben wird, da Werder und Pizarro lange nicht getroffen haben und die Abwehr von Hannover nicht vielversprechend ist.